Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-Up Rocker. Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema, naja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall möchte ich mich mit dir über ein Thema unterhalten, was mir am Wochenende sozusagen passiert ist. Was heißt nicht passiert, sondern einfach eine Erfahrung, wo ich mich mit dir austauschen möchte. Wenn du den Podcast auf iTunes hörst, auf Spotify oder wo auch immer, komm bitte rüber auch zu Upspeak und lass uns auf Upspeak gerne darüber über dieses Thema quasi diskutieren. Worum ging das Ganze? Und zwar ging es darum, ich war auf einem Workshop, ich habe gestartet in Rostock mit meinem ersten eigenproduzierten und kreierten Offline-Workshop und zwar erfolgreich als Make-up-Artist. Und die Schule bestand und die Klasse bestand aus ganz verschiedenen Personen, die Kosmetik lernen, Make-up, die im Beruf sind, die branchenfremd sind, aber Kosmetik oder Make-up gerne zulernen möchten, also völlig wild durcheinander. Und wir kommen dann zum Thema auch Preisgestaltung. Und was heißt, nee, nicht direkt Preisgestaltung, sondern schaffe dir mehr Zeit. Also das Kostbarste, was du im Leben haben kannst, ist Zeit. Denn Zeit kannst du dir niemals wieder zurückholen. Jede Stunde, jede Minute, jede Woche, jeder Tag, jedes Jahr, alles was weg ist, wird nie wieder zurückkommen. Geld kannst du immer mal wieder erarbeiten, aber Zeit ist für immer weg. Und oftmals höre ich immer genau das Gleiche. Naja, ich kann aber leider nicht so viel verlangen, weil die Kunden, ich weiß nicht, was sie dann sagen, sind die sauer, werden die kommen oder werden sie nicht mehr kommen oder wie auch immer. Ich höre immer und immer wieder das gleiche Problem. Man denkt zu arg an den Kunden. Natürlich ist der Kunde König. Ganz klar, wir arbeiten ja alle und wir wollen ja alle Kunden und wir wollen alle auch, dass es dem Kunden gut geht. Aber ganz ehrlich, in erster Linie muss es doch auch dir gut gehen, damit es den Kunden gut geht und damit es dein Umfeld gut geht. Denn was bringt es dir, wenn du von morgens bis spät abends arbeitest, 5, 6, 7 Tage die Woche, von 9 to 5, Vollgas durch, Buchhaltung und du hast keine Zeit für dich, keine Zeit für deinen Partner, für deine Partnerin, für deine Kinder, nichts. Naja, ist das Kundenservice? Eigentlich doch eher nicht. Kundenservice wäre es doch eher, wenn du eigentlich die Zeit hättest, um vielleicht ein bisschen mehr Zeit in den Kunden zu investieren, dass die Wohlfühlatmosphäre für den Kunden noch intensiver zu gestalten, aber dafür muss der Kunde einfach auch mehr bezahlen, aber dafür bekommt er auch mehr drumherum. Du hast mehr Zeit für dich, dadurch fühlt sich der Kunde auch wiederum wohler und dein Mitfeld, also quasi dein Umfeld, deine Freunde, Bekannte, deine Kinder und du selber oder dein Mann fühlen sich natürlich auch wohler, weil du ausgeglichener bist. Und man muss immer keine Angst haben wegen Preiserhöhung. Das Ding ist immer, schau mal, in der Beauty-Branche geht eins komplett schief. Und das ist eben, dass die meisten viel zu viel arbeiten und viel zu wenig verdienen. Denn jetzt nochmal, warum machst du dich selbstständig? Oder warum machen wir uns selbstständig? Naja, eigentlich möchten wir doch als Selbstständiger mehr Geld verdienen und weniger arbeiten. Und wenn wir mehr arbeiten, wollen wir noch mehr Geld verdienen. Aber oftmals ist in der Beauty-Branche so, dass eigentlich die Selbstständigen doppelt so viel arbeiten wie ein Angestellter, aber genauso viel verdienen. Aber was ist dann der Sinn und Zweck einer Selbstständigkeit? Was unterscheidet sich dein Dasein mit einer Angestellten, mit einem Angestelltenverhältnis? Viele sagen zwar, naja, ich kann halt frei planen, ich bin frei, ich habe keinen Chef. Hä? Ja? Ja, das ist toll. Aber frei planen, naja, wenn du keine Zeit hast, weil du voll bist mit Terminen, Freizeit ist weg. Also hast du keinen Mehrwert. Du kannst selber entscheiden, naja, was willst du selber entscheiden? Wenn du von morgens bis abends arbeitest, was hast du da zu entscheiden? Also fällt auch weg. Du machst eigentlich genau die gleiche Arbeit, wie wenn du im Angestelltenverhältnis bist, nur, dass du doppelt so viel Stress hast, weil du dich selber um alles kümmern musst. Und das verstehe ich immer nicht. Also, wenn du selbstständig bist, dann sollte doch das Ziel sein, ein besseres Leben führen zu können, als wie das eines Angestellten. Und wenn du mehr arbeitest und dein Terminkalender rappelvoll ist, dann muss am Monatsende aber auch dein Konto doppelt so voll sein, als wie in einem Angestelltenverhältnis. Wenn du aber sagst, hey, naja, ich lege mehr Wert auf Freizeit, dann kannst du ja sagen, hey, ich
arbeite weniger, habe einen höheren Preis, also habe einen höheren Preis, mache weniger Kunden, aber habe dafür mehr Freizeit. Das ist ja auch ein Bonus, mehr Freizeit zu haben für sich. Da ist natürlich jedem selber überlassen, was für ihn sozusagen Erfolg sein soll. Aber es muss doch einen deutlichen Unterschied geben zwischen ich bin angestellt und ich bin selbstständig. Aber leider, naja, höre ich oftmals raus, dass es eigentlich gar nicht so ist. Und das ist schade. Wie gesagt, nochmal, natürlich, der Kunde ist König. Wir müssen auch alles für den Kunden machen. Der muss sich wohlfühlen bei uns. Der muss eine besondere Behandlung bekommen. Er muss einen Mehrwert bekommen bei uns. Aber das muss man sich auch bezahlen lassen. Denn wie gesagt, nochmal, warum macht man sich denn selbstständig? Und das muss dir immer im Klaren sein. Warum? Aus welchem Grund hast du dich selbstständig gemacht? Und dann überlege, ob der Grund auch zu 100% zutrifft und du auch genau das rausholst, was eigentlich der Grund ist. Und oftmals sehe ich einfach Menschen, wo es überhaupt nicht genau in die Richtung geht, wie es eigentlich gehen sollte. Im Gegenteil, genau in die andere Richtung. Die arbeiten sich kaputt für nichts und wieder nichts. Und das fand ich so spannend, das wollte ich mal mit dir ausdiskutieren. Schreib's mir bitte bei Upspeak, darum liebe ich diese App so, schreib's mir bitte bei Upspeak mal rein. Wie siehst du das? Worauf legst du deinen Wert? Und ich möchte mal, dass du mir in die Kommentare dein persönliches Ziel schreibst. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Schreib mir dein persönliches Ziel unten in die Kommentare. Und lass uns darüber diskutieren. Ich werde dir darauf antworten, warum das wichtig ist und worauf du in Zukunft achten sollst, dass du deine privaten Ziele auch dementsprechend erreichst. Aber wichtig ist, dass du deine privaten Ziele nennst und nicht die von deinem Beruf. Denn nur wenn deine privaten Ziele dementsprechend fokussiert sind und du die in deinem Kopf ganz klar definiert hast, wird sich der Rest, dein berufliches, dein Handeln, dein Tun, genau danach ausrichten. Aber du musst erstmal wissen, wo du später hin willst. Und das schreib mir bitte in die Kommentare bei Upspeak und lass uns darüber einmal diskutieren. Ich bin gespannt und ich freue mich auf dein Feedback. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Rock the Makeup aus noch Berlin. Nur noch 2 Tage. Am Mittwoch geht's zurück in meine Heimat. Freue ich mich mega drauf. Und dann wird's richtig, richtig abgehen. Rock the Makeup. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal. Ciao.